Ja, hi. Ich habe schon gesagt, dass ich zu der Präsentation noch ein bisschen was sagen werde. Zum Skript-Kiddy in 60 Minuten. Also 60 Minuten wird das hier nicht dauern. Das war auch, als wir die Session hatten, war das auch ungefähr eine halbe Stunde und dann eine Viertelstunde Live-Demo, SQL-Injection und dann noch Fragen und dann war eigentlich vorbei, also das war eh nur geschätzt, hier die 60 Minuten. Ich werde auch ein paar Anekdoten einfach weglassen, weil die schon auf meinem Blog stehen und das macht nicht wirklich Sinn, wenn ich die jetzt nochmal erzähle, weil die sowieso alle kennen. Das Ding ist, ich mache aus euch Tütensuppenhacker. Das heißt, es geht einfach darum, dass es ein bestimmtes Rezept gibt, etwas Einfaches zusammenzubasteln und man geht einfach strikt nach Anleitung vor. Und leider gibt es da immer noch kritische Sicherheitslücken, die man einfach mit einem einfachen Tutorial abklappern kann. Ja, den Begriff und so weiter, das lässt sich alles googeln. Es gibt auch x Tutorials auf YouTube und so weiter. Das ist jetzt kein Geheimnis. Auf meinem Blog gibt es auch noch Sachen, wie das funktioniert, diese Tutorials und auf Wikipedia steht es mittlerweile auch. Und wir gehen zwei Sachen durch, die ich gleich mal zeigen werde. Und das ist immer, wenn mein Disclaimer, der kommt immer. Ist das illegal? Das muss man ja vorher wissen, bevor da irgendjemand was ausprobiert. Und wenn wundert das, ja, es ist illegal. Das heißt, man muss relativ aufpassen, was man macht. Man muss auch wissen, was man tut und wo man es tut, weil eben das Ausspähen von Daten strafbar ist. Das heißt, ich muss auf der einen Seite zeigen, dass es eine Sicherheitslücke gibt und auf der anderen Seite muss ich aufpassen, dass ich dabei keine Daten ausspähe. Aber ich komme mich im Knast besuchen, also falls jetzt jemand dummes Zeug anstellt. Also, ich versuche da mal drum herum zu kommen. Also das meiste, was ich mache, ist einfach bei Cross-Site-Scripting ein YouTube-Video einbinden und das auf Autoplay setzen, weil man da eigentlich zwei Sachen sieht. Erstens sieht man, ich kann fremde Sachen einbinden, ich kann den anderen Inhalt erreichen. Was dafür sorgen würde, dass ich zum Beispiel Cookies woanders hinschicken könnte. Und Autoplay einfach, weil dann jeder weiß, oh Moment, das sollte eigentlich nicht so sein. Deshalb mache ich das ganz gerne. Also Cross-Site-Scripting. Die Gefahren habe ich hier mal zusammengetragen. Session Hijacking, also einfach Cookies kopieren. DDoS ist jetzt eigentlich relativ bekannt durch die chinesische Firewall, die auch einfach ein Skript eingebunden haben bei verschiedenen Besuchern und dadurch auch ein DDoS auf GitHub gefahren haben. Das war im Prinzip auch, das könnte man hier mit Cross-Site-Scripting auch machen. Phishing ist klar, wenn ich verschiedene Inhalte manipulieren kann, kann ich auch einfach ein Iframe über die ganze Seite setzen und lade in dem Iframe dann irgendeine andere Seite und der anderen Seite steht halt dann Login-Passwort und dann tue ich halt so, als wäre ich die Anmeldeseite. Und wer sich dann anmeldet, landet schlauerweise woanders. Malware-Verteilung ist klar, wenn ich da jetzt irgendein Flash-Gedöns hinsetze, das versucht, einen Exploit zu starten. Ja, das ist wie bei Werbung, die Malware enthält. Das war ziemlich doof. So, eigentlich muss ich hier runter. Genau, das war Cross-Site-Scripting, das war reflexiv, das war nicht so schlimm bei Apple, aber wie man auch hier sieht, habe ich einfach dieses Iframe eingebunden und auch mit einer Breite und einer Höhe. Und hier sieht man auch, dass man, wenn ich jetzt dieses Google-Fenster auf die ganze Seite gesetzt hätte und eben statt Google irgendwas anderes lade, kann ich daraus eine Login-Seite bauen. Und dann wird dir jemand an der URL nicht erkennen, dass er hier auf einer anderen Seite ist.
Ja, wie geht das? Das ist relativ einfach. Es sind HTML- und JavaScript-Schnipsel, die man in Inputfelder setzt und hofft, dass es abgespeichert und später dann ausgeführt wird. Hier, das ist jetzt das Beispiel mit YouTube, mit hier dem Autoplay gleich 1, wo er dann direkt ein Video abspielt. Es müsste Rickroll sein, diese ID. Ich habe auch gleich ein Beispiel. Genau, das war bei konrad.de. Die Wunschliste. Bei der Wunschliste kann man halt eben einfach sagen, wie heißt meine Wunschliste? Das ist ein stinknormales Inputfeld. Und in diesem stinknormalen Inputfeld habe ich halt genau das, was man eben gesehen hat, eingefügt. Und jeder, der jetzt schlauerweise auf diese Shoppingliste kommt, also auf meine Shoppingliste, die ist ja öffentlich, bei dem wird dieses Video abgespielt, auf Autoplay. Und das Ding ist, wenn man hier jetzt Cookie-Stealer einbaut, kommt jemand auf meine Wunschliste, das bekommt er ja erstmal gar nicht mit so richtig. Und dann wird das Cookie an mich gesendet. Und wenn ich das Cookie dann in meinem Browser einbaue, dann bin ich angemeldet mit eurem Konrad-Account und kann dann Sachen bestellen, zum Beispiel. Meine Cookies klauen, ist so das Hauptproblem eigentlich. Wenn ich JavaScript ausführen kann, lasse ich mir deine Cookies schicken. So, das ist genau dieses Beispiel. Und zwar, also das hier ist jetzt eine einfache Weiterleitung auf meinem Cookie-Stealer PHP. Der Cookie-Stealer bekommt einen Parameter Cookie mit und dort wird das aktuelle Cookie hinzugefügt. Das heißt, ich baue in die Cookie-Stealer PHP nichts anderes ein als keine Ahnung, ein Skript, das dann halt eben diesen Parameter irgendwo abspeichert. Ich lese den dann aus und füge den Cookie in meinen Browser ein und dann habe ich halt eben die Session übernommen. Und das hier oben ist ein dummes Beispiel. Also wer Ahnung hat, wird merken, dass das ein dummes Beispiel mit einer Weiterleitung ist. Das heißt, hier in dem Fall würde die komplette Seite auf den Cookie-Stealer weiterleiten und dann merkt es natürlich jeder. Es gibt verschiedene andere Methoden, wie man das machen kann, ohne dass man das direkt merkt, also ohne die Weiterleitung, das ist halt einfach zwar ein schönes Beispiel, aber es ist natürlich geschickter, das ein bisschen getarnter zu machen, so dass man nicht sieht, dass die Cookies kopiert wurden. So, das ist was ich immer habe, und zwar die Petition beim Weißen Haus. Das ist halt so ein System, wo man verschiedene Petitionen machen kann, keine Ahnung, weniger Steuern, schönere Welt, weniger Krieg oder so. Und da kann man halt eben sagen, ja, ich bin der und der und ich habe ich Bernd N. genommen, das ist einfach, habe ich nur erfunden. Und hier steht normalerweise der Ort. Und eben genau wo dieser Ort steht, kann man halt eben auch ein Skript einfügen, was man hier in dem Pop-up dann sieht, dass das ausgeführt wird. Das war auch auf der Seite. Das heißt, jeder sieht dieses lustige Pop-up. Hier kann man dann auch Sessions kopieren oder Malware verteilen. Das Ding ist halt, dass dieser Ort und dieses kleine, wer das hier gemacht hat, in jeder Petition ist. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt Malware hätte und würde die so weit wie möglich verstreuen müssen, hätte ich jetzt jede einzelne Petition, die es dort in diesem System gibt, unterschrieben, so dass ich da überall drin bin und dann würde überall normalerweise hier mein Ort stehen und hier, wo der Ort ist, wird das Skript ausgeführt. Das heißt, ich hätte dann keine Ahnung, wie viele Nutzer da so unterwegs sind. Ich glaube, so eine Viertelmillion oder sowas. Ich habe mal nachgeguckt, ich weiß aber nicht mehr genau. Gibt es vielleicht auch noch Doppelungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte man dann einige Rechner jedenfalls. Damit hätte man dann auch DDoS machen können. Ja, dann kommen wir auch gleich schon zu DDoS. Webserver überfragen mit sinnlosen Anfragen. Überfragen? Hä? Ja, überlasten, wollte ich sagen. Das ist relativ einfach. Ich habe ein Beispiel. Genau. Und das funktioniert folgendermaßen. Man ruft halt in diesem Skript eine Funktion auf und diese Funktion macht nichts anderes als ständig ein Image-Tag in die Seite anzubauen.
Und in diesem Image-Tag rufe ich dann die Seite an, die Seite auf, die ich DDoSen will, und mache da schlauerweise noch hinter diesem Request eine zufällige Zahl, damit der Request einfach nicht gecached wird und nicht mehr neu übertragen wird, sondern jedes Mal neu geladen wird, sozusagen. Und wenn das genug Leute machen und das halt eben auch, solange sie auf der Seite sind, unendlich oft passiert, dann kann man Webserver ziemlich gut abschießen damit. Da braucht man aber schon Leute dafür. Das ist jetzt kein irgendwie was Spezielleres, sondern einfach ein stupides Laden von Bildern. Dann habe ich ja einfach nochmal den XSS-Test, der einfach nur halt ein Skript und diese Box aufruft. Und dann hat man halt sowas hier. Damit kann man das testen. Relativ schön. So, das hier war bei ProSieben. Da gab es auch eine Community mit so einem Forum oder sowas. Und da gab es auch entweder eine Gruppe oder ein Profil. Und da habe ich halt auch einfach ein Skript eingefügt. Und wie man sieht, das sieht man. Es wird ausgeführt und das funktioniert auch bei jedem anderen, der dann auf das Profil kommt. Hier hätte man jetzt die Session zum Beispiel klauen können, dann unter dem Namen von jemand anderem was schreiben können. Das bei bei dem Magazin, das war auch, ich glaube, das war, genau, da konnte man den Twitter-Account eingeben, da sollte eigentlich eine URL rein. Und da habe ich halt einfach das Skript eingefügt. Und ich glaube, bei denen hatte ich sogar bei SoundCloud irgendwas mit Autoplay, also irgendeine Musik standardmäßig laufen, und habe sogar noch den Tag zugemacht, damit die Seite schön formatiert bleibt. Ja, ich hätte man können auch Cookies klauen und so weiter. Und je nachdem, wenn jetzt, sagen wir mal, da hinten dran noch ein Backend läuft mit der gleichen Domain, könnte man, wenn ein Admin da drauf kommt, sich auch die Admin-Session klauen. Genau, kann man das verhindern? Ich wollte ja nicht nur die Negativbeispiele zeigen, sondern auch, was man tun kann. Und zwar gibt es einen Header, einen Content Security Policy Header, und da sagt man einfach, welche externen Sachen dürfen geladen werden. Da müsste man zum Beispiel YouTube extra freigeben, wenn man Embedded YouTube Sachen reinmacht, und verschiedene andere Sachen, die man von anderen Domains laden möchte. Und wenn dann natürlich da nicht LeetCore drin steht, LeetCore.de, würde mein Cookie-Stealing auch fehlschlagen. Und damit überhaupt das Skript nicht ausgeführt wird, nicht gespeichert, sondern escaped wird, sozusagen, gibt es eine Funktion PHP, die Inputs umwandelt. Und dieses kleine Teil hier braucht man, damit auch wirklich alles umwandelt und nicht ich glaube, einfachen Anführungszeichen oder Doppeln, keine Ahnung, vergisst. Tja, ansonsten heißt es Tschüss, Cookies, das war's mit euch. So, gehen wir auch direkt weiter zur SQL-Injection. Das ist natürlich ein bisschen üppeler gefahren. Das ist Datenbank auslesen, löschen oder schreiben, Dateien lesen und schreiben. Das ist natürlich so ziemlich der Super-GAU. Hier gibt es ein Beispiel bei der CDU. Hier habe ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet da geguckt habe, aber irgendwas war da. Und hier oben sieht man schön, dass ich mich da an diese ID gehängt habe. Und habe hier mit add-add-version, hier unten sieht man das schön, die Version ausgelesen von der Datenbank, die man natürlich logischerweise normalerweise nicht sehen würde. Das heißt, wenn ich die Version auslesen kann, kann ich auch diverse andere Tabellen und so weiter auslesen. Und je nachdem, was der Nutzer für Rechte hat, und meistens darf der schreiben, kann ich da auch Dinge reinschreiben, die dann auf der Seite sind. So, wie geht das? Ja, man hängt sich an die Query und erweitert die Anfrage sozusagen. Also meistens testet man das mit dem Hochkomma, der das meistens einen Fehler schmeißt, oder mit end 1 gleich 1, also einfach eine logische Abfrage.
Ah, vielleicht mache ich die Demo nachher doch noch. Genau, aber man muss wissen, bei dieser SQL-Injection, bei dieser einfachen, wie viele Anzahl die Spalten hat. Und deshalb muss man Order by zum Beispiel 10 machen und dann tastet man sich daran, wann es einen Fehler gibt und wann nicht. Und wenn man dann wieder ein fehlerhaftes Verhalten hat, ist die Spaltenanzahl 1 geringer. Genau, und dann hängt man sich an an diese ID dran und kann jetzt sagen, also diese Anzahl muss der Spalten entsprechen. Hier wären es dann 4 sozusagen, 4 Spalten könnte man machen, dann würde das funktionieren. Dann kann man die Version auslesen, kann man auslesen, welche Datenbank gerade geladen ist. Und mit grubconcat kann man die Tabellennamen alle auslesen. Und das ist eine relativ geschickte Variante, weil man da nichts weitermachen muss, nichts umwandeln, weil man da Anführungszeichen braucht, sondern einfach aus der aktuellen Datenbank lesen wir das jetzt. Wenn man andere benutzen will, dann muss man das natürlich anders machen. Genau, hier La Poste, die französische Post, hatte auch eine SQL-Injection und hier sieht man die Version der Datenbank. Auch schön ist, wenn man Logins einfach überspringt. Das heißt, die SQL-Abfrage sieht wahrscheinlich so aus. Wir rufen irgendwas von irgendwo auf, wo der Benutzername und das Passwort gleich Input bzw. Input 2 ist. Also ich gebe meinen Benutzernamen mal Passwort ein und das wäre dann so eine übliche Abfrage in SQL, um das dann zu prüfen. Der Witz ist, wenn ich die Query an dieser Stelle an Input schon ändern kann, gehe ich hin und will mich als Admin einloggen. Da steht dann Username gleich Admin. Dann mache ich hier aber das Ganze, die Query zu und mache mit den zwei Minus, kommentiere ich den Rest komplett aus. Das heißt, das Passwort wird überhaupt nicht mehr abgefragt. Ich sage nur, ja, ich will halt mich einloggen mit Nutzername Admin und Passwort ist dann auskommentiert, wird nicht mehr geprüft. Das war hier in diesem in diesem UN.org Forum der Fall. Da hat man sich hier mit Admin einloggen können und das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, aber hier sieht man, dass der Nutzername Admin ist. Und das war ein Board, ein Webboard, das war schon bei Version 8. Hier oben sieht man es, ich habe ja explizit danach gesucht nochmal. Und ich weiß nicht, wie man bei Version 8 ankommen kann und noch solche Sicherheitslücken drin hat, also ganz, ganz schrecklich. Hier bin ich halt eben dann jetzt der Admin in dem Board. Ich kann Sachen löschen, einstellen, was auch immer machen. Und ja, alles mit meinem Login, wo ich das Passwort einfach auskommentiert habe. Das Witzige war hier dieses Passwort. Wird nur hier als Stern dargestellt. Wenn man hier in den Quelltext geht, steht da wirklich auch noch das Passwort Plaintext drin. Also das war also ganz übel. Also das macht eigentlich niemand so. Also das war schon eine richtig traurige Nummer von diesem Board. Das habe ich auch dann direkt reportet auf irgendeiner Mailingliste. Und da kam irgend so ein Witzbold hin, hat hier in der Signatur gleich reingeschrieben, hacked by, keine Ahnung, wie der sich nannte, irgendwas. Obwohl er überhaupt null gemacht hat. Also ich habe mich dann nochmal eingeloggt und habe es nochmal weggenommen. So, und tja, auch hier, wie kann man das verhindern? Tja, man muss Prepared Statements benutzen, egal was man macht, man muss Prepared Statements benutzen. Es gibt auch keine, ich baue mir einen Filter, das macht halt Spaß, wenn man um den Filter drumherum kommt, aber das ist einfach keine gute Lösung. Immer Prepared Statements benutzen. Tschüss, Datenbank. Tja, mal Drop Table versuchen. So, an dieser Stelle kommt die Live-Demo und ich habe mich entschlossen, die doch nochmal zu machen, weil die Sicherheitslücke übrigens auch noch nicht gefixt wurde, obwohl ich dir eine E-Mail geschrieben habe. Und dann zeige ich dir einfach nochmal genau die gleiche.
So, hier sind wir bei der Live-Demo. Hier gibt es eine Veranstaltungsseite. Und hier oben haben wir die ID von dieser Veranstaltung. Und da gehen wir einfach mal ein. Ist 1 gleich 1. Das kann man SQL abfragen. Und dann schicken wir das ab. Und da passiert ja erstmal nichts. Sieht ja alles ziemlich noch genauso aus. Dann frage ich ab, hier ist 1 gleich 2 und dann ist plötzlich der Inhalt weg. Denkt man sich so, was soll das denn? Auf jeden Fall sieht man hier, dass man mit der SQL-Datenbank sprechen kann, was schon nicht so sein sollte. Die Frage ist jetzt, wie viele Spalten haben wir hier drin? Bei 10 fest auskommentiert. Da passiert ja erstmal nichts. Oder bei 20. 20 passiert auch nichts. Moment, hier habe ich noch die 1. 20. Und 10, da war es noch normal. Machen wir mal 15. 15 ist wieder weg. 14. Auch noch nicht da. 13. Aha. So, und jetzt wissen wir, ja, wir sind hier wahrscheinlich bei 12 Spalten. Jetzt machen wir unsere Abfrage. Union Select. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 12. Ah, jetzt habe ich irgendwas, natürlich. Bisschen dumm ausprobieren ist natürlich immer dabei. Okay, wir sind bei 13. Okay, und jetzt sehen wir hier diese lustige Zahl, die jetzt hier eingesetzt wurden. Und die Zahlen entsprechen dem, was wir hier oben eingegeben haben. Das heißt, ich suche mir jetzt eine schöne Zahl raus, zum Beispiel hier die 9. Und da, wo jetzt die 9 steht, steht jetzt die Version der Datenbank. Steht auch noch. Ja, genau, ein bisschen der Datenbank. Und hier oben sieht man das, und über alle anderen Methoden, die ich eben in der Präsentation hatte, kann man sich jetzt auch die Tabellen anzeigen lassen, Inhalte der Tabellen und so weiter. Das ist jetzt hier relativ egal, weil das ein Veranstaltungskalender ist. Könnte man natürlich auch noch was reinschreiben, könnte man hier schon was mitmachen, je nachdem, was der Nutzer darf, der da hinten dran läuft. Database. Genau, so heißt die Datenbank. Genau, da kann man jetzt, hier ist das relativ unkritisch, aber je nachdem, was man da löschen, schreiben kann, kann man da schon was mitmachen und den Server angreifen. Das kann man jetzt noch weiter treiben und die Tabellen auslesen, Inhalte der Tabellen. Und wenn das jetzt eine Datenbank mit Benutzername und Passwort wäre von irgendwelchen Leuten, E-Mail-Adressen, persönlichen Daten, könnte man den ganzen Quatsch hier auslesen durch diese SQL-Injection. Das war's. Ich bin raus, ich bin fertig. Ich hoffe mal, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, damit ich YouTube-Star werde und unverschämt reich. Bitte nicht.